Unser Thema heute ist das bedingungslose Grundeinkommen. Thema, was in der Öffentlichkeit seit Jahren sehr lebhaft diskutiert wird, in der Politik inzwischen auch viele Unterstützer und Unterstützerinnen gefunden hat. Aber es gibt natürlich auch warnende Stimmen, vor allem hinsichtlich der Finanzierbarkeit, auch einige Fragen hinsichtlich der Bereitschaft, am Arbeitsmarkt teilzunehmen. Also diese und andere Fragen werden wir heute hier diskutieren. Und wir freuen uns sehr, drei exzellente Experten aus ganz verschiedenen Fachdisziplinen gewonnen zu haben, die ich Ihnen gleich vorstellen werde. Bevor ich das aber tue, lassen Sie mich kurz darauf hinweisen, dass wir auch gerne Ihre Fragen hier diskutieren. Sie können unten unter der Rubrik F und A, also Fragen und Antworten, Ihre Kommentare, Ihre Fragen eingeben. Ich werde die sammeln und dann an unsere drei Panelisten weitergeben. Lassen Sie mich die drei Panelisten kurz vorstellen in alphabetischer Reihenfolge. Der erste ist Ronny Schöb, er ist Volkswirt, Professor für Finanzwissenschaft an der FU Berlin, zugleich Forschungsprofessor hier bei uns bei IFO Dresden. Er ist auch Mitglied im wissenschaftlichen Beirat beim BMF und dieser Beirat hat im letzten Jahr ein sehr umfangreiches Gutachten zum bedingungslosen Grundeinkommen veröffentlicht. Darüber werden wir sicher gleich sprechen. Der zweite Panelist ist Jürgen Schupp, er ist Soziologe, Senior Research Fellow am DIW in Berlin und zugleich Professor für Soziologie an der FU Berlin. Er beschäftigt sich unter anderem mit Fragen des Arbeitsmarktes, der Migration, des Wohlbefindens im Arbeitsmarkt. Aber, und das macht es besonders spannend für uns, er ist auch beteiligt an der Durchführung und Auswertung von Feldstudien zum bedingungslosen Grundeinkommen. Der dritte ist Jürgen Wegge, er ist Psychologe, also haben wir nochmal eine ganz andere Perspektive. Er ist hier Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der TU Dresden. Seine Themen sind Arbeitsmotivation, Führungsfragen, beschäftigt sich auch viel mit demografischem Wandel, aber auch mit Diversity in Organisationen. Hier wollen wir natürlich einiges von ihm hören zur Frage, wie so ein bedingungsloses Grundeinkommen Arbeitsmotivation und Wohlbefinden beeinflussen kann. Herr Wegge, ich würde gleich mal mit Ihnen anfangen. Eine zentrale Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ist ja, dass die Menschen nicht mehr unbedingt arbeiten müssen oder zumindest nicht jede Arbeit, jede prekäre Arbeit auch annehmen müssen. Und da ist natürlich eine wichtige Frage, die mich interessieren würde aus Sicht der Psychologie. Was können Sie eigentlich dazu sagen, was Menschen motiviert, Arbeit anzunehmen, zur Arbeit zu gehen? Was kann man da aus der Psychologie sagen? Ja, Tom, vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Und ich möchte gerne vorwegschicken, dass wir Menschen aufgrund unserer Stammesgeschichte jederzeit motiviert sind, was zu tun. Ob das die Arbeit ist oder die Freizeit oder eben halt gut essen zu gehen. Also wir haben eigentlich in dem Sinne in der Psychologie kein Problem, Motivation zu erklären. Die Arbeits- und Organisationspsychologie, wie Sie angedeutet haben, beschäftigt sich natürlich mit der Frage, was motiviert Menschen zur Arbeit? Und ich möchte gerne vorwegschicken, dass der Motivationsbegriff wirklich ein sehr komplexer Begriff ist, weil wir verstehen das als einen Sammelbegriff für alle emotionalen Prozesse und kognitiven Prozesse, die menschliches Handeln antreiben. Und das ist das, was die Wirtschaftswissenschaftler und Soziologen vielleicht ein bisschen mehr beachten bei unserer Definition, es dem Individuum ermöglichen, sein eigenes Handeln nach den zu erwartenden Handlungsergebnissen und deren Folgen auszurichten und selbst zu steuern. Hier spricht also schon die Willenskraft und die Volition auch ein bisschen halt eine Rolle. Ja, das sind sehr, sehr vielfältige Prozesse. Deswegen, es gibt nicht eine Theorie der Arbeitsmotivation, da muss ich Sie leider enttäuschen. Es ist so, dass zum Bereich der Motivation eben das unwillkürliche Auftreten von Bedürfnisgefühlen gehören, wie Hunger, Durst, sexuelle Erregung, all das motiviert Menschen. Aber auch gedankliche Antizipation in Form von Wünschen, Befürchtungen, die Menschen haben, arbeitslos zu werden zum Beispiel. Urteile der Person über die Wahrscheinlichkeit, mit der erwünschte oder eben auch unerwünschte Handlungsfolgen eintreten können, also dass ich viel Geld verdiene, die Erwartungen spielen da eine Rolle. Damit nicht genug, auch gedankliche Verrechnung. Also wie sind denn meine Erwartungen und die Werte, die ich vielleicht habe, miteinander verknüpft? Dann das bewusste Bilden von Handlungsabsichten, also Ziele, die Menschen haben, motiviert Menschen und verschiedene Prozesse auch der Absicht- und Ausführungskontrolle und wie wir uns auch unsere Ergebnisse erklären. Sie sehen mit der kleinen Einleitung und dieser abstrakten Definition, Verzeihung an die Zuhörer, aber es gibt deswegen auch 20 Motivationstheorien. Und ich möchte nicht der sehr einfachen Vereinfachung, Illusion folgen, dass es da jetzt einen Anreiz gibt, der jetzt Menschen motiviert zu arbeiten. So ist es nicht.
Wir haben, das ist der zweite Punkt, den Sie mir vielleicht noch erlauben auszuführen, in der motivationspsychologischen Forschung von Anfang an festgestellt, dass Motivation nur aus dem Wechselspiel von dem, was die Person mitbringt, Motivdisposition, Eigenschaften, Überzeugung der Person und dem, was in der Situation an Anreizen geboten ist, entsteht. Es ist also immer eine Wechselwirkung von dem, was die Person als Bewertungsvoreingenommenheit mitbringt und das, was die Situation liefert. Einen interessanten Job oder eben auch keinen oder eben viel Geld oder wenig Geld. Und wenn man mal ehrlich ist, und da möchte ich jetzt ein bisschen schocken, Herr Thum, ich weiß nicht, ob Sie das erwarten, aber ich habe lange darüber nachgedacht, das ist auch publiziert, kann man alles nachlesen, was denn eigentlich so die verschiedenen Anreiztypen sind, die Menschen motivieren können, etwas zu tun oder etwas zu unterlassen. Und das sind fünf verschiedene Typen von Anreizen. Das erste sind die Auswirkungen des unmittelbaren Kontakts zu Objekten oder Gegenständen einer Handlung. Denken Sie vielleicht an den Besuch Ihres letzten Konzertes. Warum sind Sie ins Konzert gegangen? Das ist natürlich die fantastische Musik, dieses Erleben, was dort passiert, im unmittelbaren Kontakt mit solchen Sinneswahrnehmungen. Dann die unmittelbaren Auswirkungen andauernder Eigentätigkeiten der Person, also zum Beispiel Flow beim Tanzen oder beim Motorradfahren, dieses gute Gefühl. Und da sage ich mal, die Arbeitspsychologen haben das auch für sich reklamiert und sagen, wir müssen Arbeit so gestalten, dass Menschen eine starke intrinsische Motivation, dieses Flow-Erleben haben. Aus der Tätigkeit selbst. Dann gibt es noch die Anreize der geordneten Welt. So nennen wir das. Warum macht man Licht in einem leeren Raum aus? Ich hoffe, Sie tun das auch, Herr Thum, wenn Sie Ihr Institut verlassen, da brennt noch Licht, man schaltet das aus. Oder warum hängt man ein Bild gerade, was schief hängt? Ja, wir haben gewisse Vorstellungen, wie die Welt zu sein hat. Und das motiviert uns, wenn wir da Abweichung feststellen. Und das dritte oder vierte ist unmittelbare Folgen einer Handlung für das Selbstkonzept der Person. Also was bedeutet das für Ihr Selbstbild, wenn Sie bestimmte Dinge tun oder nicht tun? All diese Dinge haben Verknüpfung auch mit der Frage, ob die Arbeit mich motivieren kann oder nicht. Und Sie sehen, Geld kommt da gar nicht vor. Also es geht um Objekte, es geht um die Ausführung von Tätigkeiten, es geht um die sozialen Kontakte, das Selbstbild, was Personen haben, das motiviert Menschen. Von daher, ich glaube, das bedingungslose Grundeinkommen ist erst einmal vollkommen unkritisch. Wenn Sie gut gestaltete Arbeit haben, ein Credo, da wissen wir, wie das geht, werden Menschen sehr, sehr gerne arbeiten. Für Geld oder auch ohne Geld. Und da gibt es viele Formen von Arbeit, die wir auch ohne Geld tun. Von daher, als Arbeitspsychologe, gut gestaltete Arbeit motiviert jeden. Ob er Geld bekommt oder nicht. Das wäre meine erste Aussage zu Ihrer Frage. Okay, das ist eine klare Botschaft. Es waren natürlich jetzt auch viele Kanäle, Herr Schupp. Ich habe ja schon gesagt, Sie machen Feldstudien, also begleiten Feldstudien zu dem Thema. Vielleicht erklären Sie uns ein bisschen, wie diese Feldstudien funktionieren. Da würde mich natürlich interessieren, welche von diesen Motivationskanälen, nenne ich es mal, die Herr Wegge gerade genannt hat, tauchen denn bei Ihnen auf? Welche können Sie bestätigen, welche vielleicht auch nicht? Sorry, ich muss erstmal Mikro anmachen. Es handelt sich um ein Feldexperiment. Also der Plural ist sozusagen etwas zu weit gegriffen. Es gibt zwar etliche Feldstudien zu Experimenten über bedingungsloses Grundeinkommen. Jede Menge sozusagen auch top veröffentlicht und von Nobelpreisträgern betreute Projekte zu Grundeinkommen, allerdings in weniger entwickelten Ländern, wo es sozusagen um die Frage geht, sind bedingungslose Geldzahlungen vielleicht die überlegene Alternative zu den traditionellen Programmen von Entwicklungshilfe, wo das Geld sozusagen von Staaten an die Länderchefs geht und das dort sozusagen zur Vermeidung von Hunger als Outcome-Größe verteilt wird. Also in diesem Feld ist, glaube ich, auch die ökonomische, empirische Studienlage sehr, sehr ausgereift. Was die Feldexperimente in entwickelten Wohlfahrtsstaaten betrifft, gab es Studien in den USA und auch in Kanada in den 70er, 80er Jahren. Aber inwieweit diese Befunde auch auf die heutigen Wohlfahrtsstaaten noch verallgemeinerbar sind, da hätte ich meine Zweifel. Und deshalb haben wir auch in Deutschland jetzt in Zusammenarbeit mit einer NGO, die sozusagen zum Grundeinkommen das einfach macht und organisiert, Menschen die Möglichkeit zu geben, über eine bestimmte Zeit, über einen festen Betrag verfügen zu können, ohne eine Verpflichtung deshalb arbeiten zu müssen, um das Geld zu bekommen, zusammengearbeitet und dieses sogenannte Pilotprojekt Grundeinkommen, wo ich
wissenschaftlich koordiniere und zusammenarbeite mit dieser NGO. Die hat im August 2020 begonnen mit einem Aufruf, sich an einer Feldstudie zu beteiligen. Aus diesem Aufruf haben wir dann 20.000 Menschen eingeladen, die so uns eine Basisbefragung über ihr Leben und ihre auch Motivation zu arbeiten und ihre Lebensbedingungen gegeben haben. Und nach dieser Durchführung der Basisbefragung haben wir dann mit statistischen Verfahren versucht, eine Randomisierung und eine Typisierung von Studienteilnehmenden, die dann über einen Zeitraum von 3 Jahren eine bedingungslose Geldzahlung erhalten, nämlich in Höhe von 1200 Euro immerhin für 3 Jahre. Und dieser Teilnahmegruppe von 122 wurden dann jeweils zufällige Vergleichsgruppenmitglieder, statistische Zwillinge, wenn man so will, zugewiesen. Und seit die erste Auszahlung war im Juni 2021, Entschuldigung. Und seitdem haben wir 2 Wiederholungsbefragungen bereits durchgeführt, also nach der Auszahlung. Und die Fragen, die uns natürlich interessieren und auch mich als arbeitsmarktinteressierter Forscher: Was gibt es Effekte, insbesondere in der Erwerbsbereitschaft? Denn eine Idee oder die faszinierende Idee des Grundeinkommens ist ja, dass man die Freiheit hat, Nein sagen zu können, auch zur Arbeit, und sich anderen auch arbeiten, die aber üblicherweise nicht über das Erwerbssystem entlohnt werden, sondern für eine Demokratie durchaus auch wichtig sind, dass man sich engagiert in der Gemeinschaft, in der Nachbarschaft oder im Ehrenamt. Und solche Verhaltensreaktionen wollen wir herausfinden. Aber daneben haben wir natürlich auch die Ebene, die uns interessiert, mit verschiedenen Persönlichkeits- und Wellbeing-Maßen, um herauszufinden, geht es den Leuten vielleicht, selbst wenn sie nichts verändern an ihrem Leben, mit einer solchen bedingungslosen Zahlung vielleicht besser? Sind sie resilienter gegenüber Stress, schlafen Sie besser, haben Sie weniger Sorgen, sind Sie vielleicht zufriedener oder wächst Ihr Vertrauen auch? Was eine empirische Studie zu Grundeinkommen aus Finnland gebracht hat, das war für uns, wenn man so will, auch so ein bisschen die Vorbildstudie, also die Studie bei Langzeitarbeitslosen in Finnland, die 2017 und 18 von der finnischen Regierung seinerzeit beauftragt wurde, und deren Studienergebnisse und auch die Forschenden dort haben wir sozusagen in Vorbereitung unserer Studie sehr genau uns angeschaut und auch Konzepte ihres Instrumentariums herangezogen. Was die Arbeits- oder was die Effekte, die Herr Becke nannte, betrifft, da wäre meine Hypothese, die wir sozusagen wo wir auch ein Messinstrumentarium haben, dass diejenigen Erwerbstätigen, die eher extrinsisch motiviert bislang, also zum Zeitpunkt der Basisbefragung unterwegs waren, vielleicht stärker eine höhere Mobilitätsbereitschaft haben, entweder im eigenen Job oder was anderes zu machen, also sich sozusagen in ein anderes Feld von Erwerbstätigkeit zu begeben oder vielleicht auch die Arbeitszeit zu reduzieren, während von den intrinsisch Motivierten, erwarten wir eigentlich keinen Rieseneffekt, was sozusagen jetzt die Mobilität, also die Mobilitätsbereitschaft, vielleicht ist da die Bereitschaft dann, das Risiko zu gehen, sich selbstständig zu machen und auf eigenen Füßen zu stehen, wächst da an. Aber von daher intrinsisch, extrinsische Arbeitsmotivation gehört zu den wichtigen Kovariaten, wenn man so will, unseres Studiendesigns. Vielleicht so viel für die erste Runde. Ja, vielen Dank schon mal. Ronny, Herr Schupp hat ja gerade schon gesagt, faszinierende Idee. Die Idee ist in der Öffentlichkeit relativ neu, glaube ich, seit einigen Jahren, vielleicht ein Jahrzehnt, viel diskutiert. Aber ich glaube, in der Finanzwissenschaft ja schon eigentlich eine alte Idee, oder? Ja, auf alle Fälle. Also zunächst einmal, ja,
Es ist eine faszinierende Idee. Das ist auch genau der Grund, warum sich auch Ökonomen immer wieder damit beschäftigen. Aber schon bevor es unsere Profession an sich gab, haben sich viele Denker mit dieser Idee des bedingungslosen Grundeinkommens beschäftigt. Im 18. Jahrhundert war es die Idee der Grundrente. Also im Grunde einfach die Überlegung, wenn wir ein Land haben, das, was es abgibt, ohne dass es bearbeitet wird, das sollte allen Menschen gleichermaßen zur Verfügung stehen. Und der Bauer, der dann dieses Feld bearbeitet, sollte nur den zusätzlichen Ertrag, der durch seine Arbeit entsteht, für sich behalten können. Das war so die Idee. Das Entscheidende an dieser Idee war aber, dass man sozusagen von dem, was verfügbar ist, ausgegangen ist und gesagt hat, okay, da ist etwas, was wir verteilen können und das wollen wir verteilen. So ein klein bisschen schimmert das durch, wenn wir nach Alaska schauen. Da gibt es nämlich so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen. Das sind so knapp 1.000 Dollar, schwankt immer Jahr für Jahr. Aber da werden sozusagen die Ressourceneinnahmen, die Erdölressourceneinnahmen, gleichmäßig auf alle Bürger Alaskas verteilt. Das ist, da sieht man also diese Idee von vor 200, 300 Jahren eigentlich sehr schön auch umgesetzt. Dann die Ökonomen, wohl am bekanntesten ist Milton Friedman, Nobelpreisträger, ein urliberaler Ökonom, wenn man so will, der sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen in Verbindung mit einer Proportionalsteuer eingesetzt hat. Entscheidend bei ihm ist aber, dass er auch anders als das bedingungslose Grundeinkommen, wie es heute diskutiert wird, immer dafür ausgesprochen hat, ein moderates Level zu setzen. Denn er hat auf der einen Seite gesagt, wenn wir ein solches bedingungsloses Grundeinkommen ansetzen, dann sollte es nicht zu hoch sein, damit die Steuerzahler auch bereit sind, es zu finanzieren. Also die Leistung, Anreize für diejenigen, die das letztendlich finanzieren müssen, sollten sichergestellt werden. Auf der anderen Seite sagt er, es sollte auch deswegen nicht so hoch sein, damit die Leistungsanreize für diejenigen, die sehr stark davon profitieren, auch nicht zu niedrig sind. Also es ging so in beide Richtungen. Also bei ihm war dann sehr wichtig, und das ist ja etwas, was bei Ökonomen immer eine große Rolle spielt, die Leistungsanreize sicherzustellen. Aber auf beiden Seiten, auf der Finanzierungsseite als auch bei der Empfängerseite. Aber im Grunde war bei ihm schon so ein bisschen dieser Versicherungsgedanke dahinter. Das finde ich nur umverteilen, sondern da auch mit dem Leistungsgedanken so ein gewisser Versicherungsgedanke. Wenn wir uns aber jetzt anschauen, die Diskussion, die wir in Deutschland zum bedingungslosen Grundeinkommen haben, das ist ein bisschen eine andere Diskussion als im angelsächsischen Raum, dann steht ja hinter der Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen, das haben wir ja insbesondere gesehen, nachdem das mit der Corona-Krise losging, dass es existenzsichernd sein soll. Ja? Und das ist etwas, was sozusagen die Vorüberlegungen aus dem 18. Jahrhundert und die Vorüberlegungen von Milton Friedman genau auf den Kopf stellt. Denn jetzt war plötzlich die Forderung da, wir haben einen bestimmten Bedarf und den müssen wir decken. Also wir kommen von der Bedarfsseite ran und haben sozusagen diese ganze andere Seite, wie wir das finanzieren, außen vor gelassen. Und das ist genau das, wo die Ökonomen, auch wenn sie an und für sich vielleicht sehr viel Sympathie für diese Idee haben, skeptisch werden. Und vielleicht kann ich da ein bisschen anknüpfen an das, was Herr Schupp gesagt hat. Was wir in dieser Feldstudie machen ist, wir schauen ja ausschließlich auf Menschen, die davon profitieren. Das heißt, alle anderen, die letztendlich irgendwo unterm Strich weniger haben, die bleiben außen vor. Wir schauen uns nur die Einkommensseite an. Und ich muss auch sagen, so spannend das in der Feldstudie ist, ich vermisse die Diskussion in der Öffentlichkeit, wie ich das letztendlich finanzieren muss. Ne? Und das einfach beiseite zu wischen, wie das oft getan wird, das ist ein nachrangiges Problem. Da gibt es einige Zitate dazu, die das immer sagen, oder wir machen das mit einer Maschinensteuer, was noch viel größere Probleme mit sich bringen würde. Das Schöne an dieser Diskussion ist, dass wir vielleicht auf diese Seite immer auch wieder mit eingehen müssen und nicht nur sozusagen die Benefits diskutieren, die natürlich zusätzliches Einkommen und damit verbundene zusätzliche Sicherheit letztendlich auch für die Einzelnen bedeuten.
Also auf das Thema Finanzierbarkeit würde ich natürlich nachher gerne noch eingehen. Vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Du hast ja schon gesagt, man kommt von der Bedarfsseite her. Und eine Frage im Chat sagt ja auch schon, man könnte eben andere Sozialleistungen ersetzen. Das ist also sozusagen, was die Frage, die sich jetzt ergibt, ist, wie hoch ist denn der Bedarf? Also kannst du uns mal ein Gefühl dafür geben, wie viel müsste man denn als bedingungsloses Grundeinkommen den Leuten geben pro Kopf, also jeder Einzelne in Deutschland, wie viel müsste jemand kriegen, damit es wirklich den Bedarf deckt fürs Leben und das, was man so als Sozialleistung braucht, also Krankenversicherung und was so halt fällig wird. Ja. Naja, also zunächst einmal, was wir sozusagen als existenzsichernden Bedarf ansehen, ist eine gesellschaftliche Frage. Und wir können natürlich bei einer Umstellung zum bedingungslosen Grundeinkommen auch diese Frage neu diskutieren. Macht wahrscheinlich wenig Sinn. Wir haben ja ein soziokulturelles Existenzminimum, also eine Mindestsicherung in Deutschland definiert, nämlich über die Grundsicherungsleistung im Rahmen des ALG II beziehungsweise Grundsicherung im Alter. Und daran sollten wir uns orientieren. Die jetzige Grundsicherung funktioniert so, dass jemand auf der einen Seite den alltäglichen Bedarf gesichert bekommt. Ne, das sind die ALG zwei Regelsätze, die sind momentan bei 449 Euro für einen Erwachsenen. Und dann wird der Wohnraum in gewisser Qualität auch finanziert. Ne? Für einen Alleinstehenden sind das 45 bis 50 Quadratmeter. Unser System funktioniert aber so, dass da, wo die Miete wenig ist, wird auch wenig bezahlt und da, wo die Miete hoch ist, wird viel bezahlt. Jetzt müssen wir natürlich bei der Bedingungslosigkeit dieser Grundsicherung jedem das Existenzminimum garantieren. Das heißt, wir müssen uns an der höchsten Miete orientieren. Zum Beispiel an dem Mietniveau in München. Da sind wir schon wahrscheinlich an dem oberen Ende fast. Das heißt, dann sind wir bei einem Erwachsenen in etwa, das passt sehr gut zu dem Betrag, den Sie in der Feldstudie haben, von 1200 Euro für einen Einzelnen. Und ich glaube, auch in der Studie, wenn ich mich recht erinnere, sind es ja auch nur Einzelpersonen, die das bekommen. Genau. So, dann kann man sagen, das machen wir für alle. Dann wird das natürlich sehr schnell sehr teuer. Man kann aber auch entsprechend den Überlegungen in der Grundsicherung sagen, naja, bei Kindern differenzieren wir. Ja, und dann gilt wiederum zum einen, wir haben in der Grundsicherung altersgestaffelte Beträge, da müssten wir den höchsten Betrag nehmen, um sozusagen das jetzige existenzsichernde Niveau für alle Kinder und Jugendliche aufrechtzuerhalten. Und wir müssten uns natürlich für die zusätzliche Miete wieder an München orientieren, dann sind wir so in dem Bereich von 680 bis 700 Euro, die wir pro Kind bezahlen müssten. Das wäre also in etwa der Betrag, der dann fällig wäre. Das bedeutet für einen Alleinstehenden also etwa 1200 Euro, wenn ich es jetzt auf 22 umrechne, 1230 Euro. Bei einer Familie mit zwei Kindern wären wir dann etwa bei 3850 Euro. So, das wäre im Grunde die Größenordnung, mit der wir rechnen müssen. Ja, vielen Dank. Das ist ja schon mal eine interessante Zahl. Herr Wecke, vielleicht, Sie haben ja vorher von den verschiedenen Motivationen gesprochen, extrinsische, intrinsische Motivation. Hätten Sie jetzt bei, sagen wir mal, 4.000 Euro fast für eine vierköpfige Familie keine Sorge, dass da sich die Motivation verschiebt, auch weil die vielleicht, die arbeiten, sagen, Mensch, ich habe ja gar nicht mehr als die, die nicht arbeiten. Könnte das ein Problem sein? Die Sorge kann ich gut nachvollziehen, Herr Thum, aber lassen Sie mich noch einmal ganz kurz auf die Frage im Chat zurückkommen. Ne? Da wurde meine Arbeit als Professor mit der Müllabfuhr verglichen und ich habe ganz bewusst am Anfang nicht über Geld geredet, weil ich glaube, das zeigt einfach die gesamte Kenntnis, die wir haben in der Arbeitspsychologie. Menschen gehen gern zur Arbeit, weil die Arbeitstätigkeit, wenn sie gut gestaltet sind, dann kann man sich weiterentwickeln, dann kann man sich lernen. Man hat auch, was Herr Schub angesprochen hat, stimme ich voll und ganz zu. Autonomie zu haben bei der Arbeit ist vielfach belegt. Das motiviert die Menschen. Ja? Ein ganz klarer Arbeitsgestaltungsfaktor, der auch zu mehr Innovation zum Beispiel fördert. Ne? Wir wissen aus der Forschung auch, wenn die Arbeit verloren geht, weil Sie jetzt über die finnische Studie mit Langzeitarbeitslosen gesprochen haben, das führt in der Regel dazu, dass Menschen kränker werden. Ja? Die sind nicht zufrieden mit ihrer Arbeit.
Arbeit. Ne? Von daher wissen wir aus vielen Kontexten, Autonomie ist gut, Arbeit, wenn sie gut gestaltet ist, auch gesundheitsförderlich. Und von daher, die intrinsischen Anreize lagen mir am Anfang am Herzen, weil das Geld, so naiv bin ich jetzt nicht, Herr Thum, Sie fragen ja zu Recht nach, gibt es da nicht auch extrinsische Anreize? Da denken die meisten ja an Geld. Das Verhältnis von intrinsischer und extrinsischer Motivation wurde lange diskutiert, auch sehr kontrovers innerhalb der Psychologie. Und der Status quo ist ganz eindeutig durch viele Meta-Analysen belegt. Im Bereich der beruflichen Arbeit, über den wir jetzt sprechen, ist das Verhältnis additiv. Ja? Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass Geld nicht motiviert, aber das ist etwas, was wir gelernt haben, dass man mit Geld eben tolle Dinge kaufen kann, tolle Sachen machen kann, ja, oder sein Selbstbild befördern kann und so weiter. Das motiviert uns eigentlich. Ne? Geld nicht, Geld können Sie nicht essen, man kann dran riechen, aber außer Donald Duck, glaube ich, motiviert das keinen. Und von daher, ich denke, das, was wirklich anreizt, sind genau die Dinge, über die ich gesprochen habe. Aber Geld erlaubt uns eben halt solche Objekte, solche Tätigkeiten, solche Dinge zu tun, die uns motivieren. Und das Verhältnis, was Sie ansprechen, Herr Thum, ist additiv. Das ist auch die Frage, die ich auf die Frage im Chat geben, die Antwort, die ich auf die Frage im Chat geben möchte. Klar, also ich als Professor liebe meinen Job, weil ich sehr viel Handlungsspielräume habe, Autonomie habe, interessante Dinge tun kann, lernen kann. Und der Mensch, der bei der Müller vorarbeitet, hat offensichtlich auch eine durchaus ansprechende, anforderungsreiche Arbeit. Ich bezweifle das ein bisschen wie der Fragesteller. Und deswegen machen die Unternehmen ja genau das, was der Thum jetzt auch anfragt. Die Leute geben mehr Geld, damit sie halt dann einen Ausgleich schaffen, einen extrinsischen Ausreich für das, was die Tätigkeit selber, die Arbeit selber nicht schafft. Ne? Genauso motiviert VW, BMW und all die ganzen Automobilhersteller die Mitarbeiter, die eine Taktzeit von 70 Sekunden haben. Herr Musk wird das gerade in Brandenburg auf 30 Sekunden wieder reduzieren. Können Sie sich vorstellen, Herr Thum, Herr Schöp, Herr Schupp oder die Zuhörer, dass Sie alle 30 Sekunden dasselbe tun? Ja, da muss der Schmerzensgeld schon richtig groß sein, dass man das lange macht. Ne? Natürlich kann man dann auch die Identifikation mit der Firma und solche Dinge dann ins Spiel bringen. Aber letztlich ist das Verhältnis additiv. Also ich möchte antworten, Herr Thum, auf Ihre Frage. Das intrinsische und die extrinsische Motivation ist additiv. Sowohl die gute Tätigkeit als auch eine gute Bezahlung motiviert die Leute. Und wenn dann Gerechtigkeitsfragen ins Spiel kommen, die Sie jetzt angesprochen haben, also dann müssen wir uns mit Gerechtigkeitstheorien beschäftigen. Wann fühlt man sich gerecht belohnt? Ja? Und ich denke, da gibt es verschiedene Prinzipien. Eins ist die Anforderungsgerechtigkeit. Jeder sollte das bekommen, was er braucht. Bedürfnisgerechtigkeit. Das andere hatte Herr Schöp angesprochen, das Leistungsprinzip. Die Leute, die jetzt dann draufzahlen beim bedingungslosen Grundeinkommen, die finden das nicht gerecht, ja? Dass Leute gar nichts tun und Geld bekommen und sie müssen deswegen sozusagen von ihrem Einkommen was abgeben. Ja? Also das Leistungsprinzip steht gegen eine faire Beurteilung, dass alle sozusagen ohne eine Bedingung dasselbe Geld bekommen. Und ich glaube, das sind viele Personen, die das auch so formulieren in der Politik, aber auch in anderen Kontexten, dass das eine Verletzung des Leistungs- und vielleicht auch des Solidaritätsprinzips ist. Das kann man so und so sehen. Herr Wegge, vielleicht darf ich da eine Nachfrage stellen. Im Grunde, Ihre Argumentation auch in Bezug auf das bedingungslose Grundeinkommen geht ja so ein bisschen in die Richtung, wie wenn wir das jetzt am Reißbrett machen. Jetzt, ich habe wieder die Finanzierungsseite im Blick. Was passiert, wenn ich den Leuten, die jetzt Arbeit habe, von heute auf morgen mehr als die Hälfte dessen, was sie bisher netto bekommen haben, noch zusätzlich wegnehme, um damit das bedingungslose Grundeinkommen zu finanzieren. Sind die dann immer noch intrinsisch motiviert oder? Die werden auf die Barrikaden gehen. Die Verlustaversion denken, Kahnemann ja immer wieder betont, dass die Leute einfach sagen, nein, das ist weder fair noch gerecht und den Verlust, den ich empfinde, ist gravierend. Also es ist so, Herr Schöp, Sie haben recht, die werden auf die Barrikaden gehen. Es gibt ja die Equity-Theorie, wo es um die Verteilungsgerechtigkeit geht. Und da gibt es eine ganz coole Feldstudie, wo die Leute halt in einer großen Versicherungsfirma halt die ganze Firma umbauen mussten. Ne? Und die Equity-Theorie sagt, die Größe meines Büros ist ein Teil meines Einkommens, was ich bekomme. Ne? Der Greenwald hat das gemacht schon in den 98er Jahren. Und dann haben sie die Leute über 2-3 Wochen versetzt. Manche Leute sind aus einem großen Büro in ein kleineres Büro gekommen, andere sind im gleichen Büro geblieben und andere sind von einem kleinen Büro in ein großes Büro gekommen. Die Theorie würde vorhersagen, dass die Leute, die jetzt nochmal mehr Geld bekommen, größeres Büro, dass sie sich mehr anstrengen. Hat man auch gefunden. Ja? Aber nach 2 Wochen war der Effekt schon wieder verpufft. Dann hat man sich gesagt, naja, das verdiene ich ja so ein großes Büro. Also dann war die Leistung wieder auf dem Normalniveau. Die Leute, die aber von einem großen Büro in ein kleines Büro mussten, die haben dauerhaft über 4 Wochen ihre Leistung reduziert. Die fanden das nicht lustig. Also das ist nicht symmetrisch. Mehr Geld zu bekommen, da gewöhnt man sich schnell dran. Weniger zu haben, da gewöhnt man sich nie dran. Also das würde ich vorhersagen aufgrund dieser großen Feldstudie, dass das nicht symmetrisch ist, die Effekte, da haben Sie recht.
Ja, das ist super interessant. Zu dem Thema der Dauer würde ich gleich eine Frage aus dem Chat oder zwei Fragen eigentlich an Herrn Schupp weitergeben. Da ist die Frage nach diesen Feldstudien, die ja zeitlich begrenzt sind, also 3 Jahre. Reicht es denn oder sehen die Leute das einfach als vorübergehende Phase? Also wenn ich weiß, nach 3 Jahren muss ich meinen Lebensunterhalt wieder selber verdienen, gebe ich dann meinen Job auf? Kann man das so vergleichen? Das ist eigentlich wie ein bisschen wie ein Lotteriegewinn, oder? Also so habe ich die Frage hier verstanden. Es ist in der Tat so ein bisschen wie ein Lotteriegewinn. Im Prinzip wäre es auch toll, wenn man die Lotterien, die es ja gibt, wo auch eine lebenslange Rente gezahlt wird, wenn man mit diesen Daten arbeiten könnte, wissenschaftlich. Der Nobelpreisträger Ibsen konnte das in den USA, sozusagen die Gewinnerinnen und Gewinner von diesen Lotterien, die also lebenslange Zahlungen erhalten haben in einem auskömmlichen Umfang, vergleichen mit der entsprechenden Population in den USA aus Survey-Daten und fand eben auch so die Widerlegung der gängigen These, dass die Leute dann satt und faul werden und sich in die soziale Hängematte legen würden. Das wäre ideal, ja, aber in einer Welt, also in dieser Datenschutzwelt leben wir leider in Deutschland nicht. Wir bekommen, also es gab Versuche an Lotteriegesellschaften forschungsbezogen heranzukommen. Das geht leider nicht. Die Option müssen wir ausschließen. Von daher können wir nur experimentell auf freiwilliger Basis das selbst herstellen, dieses Experiment. Die Frage, ja, 3 Jahre ist vergleichsweise kurz. Also, allein die Initiative macht es mit einem Jahr und hat zumindest anekdotische Evidenz, dass es durchaus zu Karriereentscheidungen oder dass das ein Stimulus auch für Erwerbsentscheidungen gegeben hat. Die Finnen waren 2 Jahre im Feld. Auch da gab es durchaus für die Forschung überraschende Befunde, die evidenzbasiert sind, die auch so mit manchem Klischee aufgeräumt haben. Und wir kommunizieren das eben auch glasklar. Das geht gar nicht aus forschungsethischen Gründen, müssen wir das natürlich auch machen, dass nach 3 Jahren zumindest diese Geldzahlung zu Ende sein wird. Ob die Studie dadurch abgeschlossen ist oder ob wir uns vorbehalten, mit den Leuten dann noch länger auch im Kontakt zu bleiben, um die Nachhaltigkeit von diesen Effekten zu untersuchen, das ist offen. Aber allein die Tatsache 3 Jahre erlaubt uns zumindest gerade auf der subjektiven Seite, wo vielfach so ein Happiness-Boost stattfindet, da zumindest die adaptiven Prozesse beobachten zu können, wenn die Leute sich dann ein Stück weit daran gewöhnt haben, flacht es dann auch wieder ganz so genauso schnell ab, wie wir das beispielsweise aus den Zufriedenheitsdaten kennen, wenn Paare heiraten, dass da so ein Honeymoon-Effekt ist, aber im nächsten Jahr ist der weg sozusagen und verschwunden. Also solche Effekte können wir zumindest versuchen, dann analytisch selbst nur mit 3 Jahren beobachten zu können. Aber ich räume ein, wenn man das rausfinden will, dann muss man es einführen. Und sei es sozusagen auf eine längere Zeit politisch befristet oder sonst wie. Das sind die Beschränkungen, die üblichen Beschränkungen von solchen empirischen Feldstudien. Jetzt haben Sie ja die Happiness schon erwähnt. Hier gibt es auch eine Frage, die, glaube ich, gut dazu passt. Ist nicht so ein Haupteffekt, dass man den Druck von den Leuten nimmt, die bisher Transferempfänger sind, also einen Stigma-Effekt haben, weil sie zum Amt gehen müssen, sich irgendeiner Überwachung ausgesetzt sehen? Das müssten Sie doch eigentlich auch in Ihren Studien sehen, zumindest bei Leuten, die bisher Transferempfänger sind. Weiß man da was drüber, ob es für die irgendwie die Lebenszufriedenheit, zumindest in der kurzen Frist, verändert? Ja, nee, also da muss ich auch enttäuschen. Wir haben von Anfang an beschlossen, nicht eine Replikation der finnischen Studie zu machen, also uns auch auf die Gruppe der Langzeitarbeitslosen zu beschränken. Und deshalb haben wir uns auf Einpersonenhaushalte beschränkt und auch Personen, die zumindest zum Zeitpunkt der Basisbefragung, also im 1 Monat oder 2 Monate vor der ersten Auszahlung und der Zuweisung, über ein Haushaltsnettoeinkommen von 1200 Euro bis 2600 verfügt haben und in der Altersgruppe von 21
bis 40 waren. Also quasi in der Regel so die Lehre oder die Ausbildung, die Erstausbildung abgeschlossen und sozusagen in der Mitte der neuen Lebensentscheidungen, sich beruflich zu setteln, eine Familie vielleicht zu gründen und ähnliches mehr. Das ist sozusagen unsere Basisgruppe. Von daher können wir diese Stigma-Effekte, die können wir nicht identifizieren. Aber was wir schon sozusagen jetzt oder was die Studie ein Stück weit auch wertvoll macht, wir haben natürlich in der Corona-Zeit gestartet und Corona ist ja noch nicht zu Ende. Und wir haben mittlerweile Inflation und den Ukraine-Krieg und die Transformation, die Klimatransformation vor uns. Und was sozusagen das Studiendesign und die Hypothesen sicherlich auch bereichern wird, ist die Frage, kommen Menschen, die jetzt diese bedingungslosen Geldzahlungen haben, vielleicht resilienter und weniger mental wie physisch, gesundheitlich eingeschränkt durch eine Krise durch. Also diese Effekte können wir sozusagen nicht bloß das Positive, also den Happiness-Effekt, sondern auch den Resilienz-Effekt oder den Widerstandseffekt, denke ich, mit unserer Studie zumindest versuchen nachzugehen. Ob es gelingt, ist eine empirische Frage. Vielleicht ganz kurz, Herr Thum, noch eine Antwort aus der Psychologie. Also die Forschung zur Diskriminierung, zum Beispiel Altersdiskriminierung, aber auch andere Formen der Diskriminierung hat sehr eindeutig gezeigt, das ist gesundheitsschädigend. Das heißt, die Leute sind nicht happy, sondern ganz im Gegenteil, es macht sie eher krank. Wenn also das bedingungslose Grundeinkommen es schaffen würde, dass dieser Diskriminierung, Stigmatisierungsdruck weg wäre, dann wäre das natürlich gesundheitsförderlich. Und umgekehrt, Personen, die Angst vor Arbeitsplatzverlust haben, die sind ja in ihrer Stichprobe vielleicht drin, Herr Schupp. Ich weiß nicht, ob Sie das mitmessen. Ne? Angst vor Arbeitsplatzverlust ist genauso gesundheitsschädlich wie die Arbeitslosigkeit selbst. Also alleine die Angst, die Sorge permanent, das ist zwar auch so Forschung zur prekären Arbeit, keine Kontrolle zu haben, den Job zu verlieren, das macht auch krank auf lange Dauer. Und wenn diese Angst reduziert würde durch das bedingungslose Grundeinkommen, würde man psychologisch erwarten, weniger Diskriminierung, weniger Angst, das ist sehr gesundheitsförderlich. Da müsste der Herr Schupp dann kurzfristig auf jeden Fall sehr glückliche Leute finden, wenn er sie dann in der Stichprobe hätte. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne mal jetzt auf die Finanzierungsseite gehen. Da gibt es auch einige Fragen hier drin. Ronny, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, in welcher Größenordnung die Finanzierungslast liegen würde. Würde man das jetzt umstellen, also wirklich auf ein echtes bedingungsloses Grundeinkommen? Und hier sind einige Fragen, die sagen, könnte man da nicht auch andere Steuermittel heranziehen? Also gäbe es nicht vielleicht eine Besteuerung oder gäbe es nicht eine Möglichkeit durch Automatisierung von Arbeitsprozessen? Ich glaube, du hast Maschinensteuer vorher genannt. Jemand hat dir eine Mikrosteuer genannt. Vielleicht kannst du kurz dazu was sagen, ob das helfen würde. Naja, eine Sache, die immer wieder angeführt wird, auch von einem unserer Kollegen, ist ja, wir können ja einfach das Sozialbudget nehmen und gegenrechnen. Das Sozialbudget ist etwa 1.000 Milliarden Euro und das passt dann schon. Das Problem ist, das geht leider nicht. Also bei den Zahlen, die ich vorher genannt habe, ist zum einen die Kranken- und Pflegeversicherung noch gar nicht dabei. Dann genauso wie bei ALG II, die Leute gesetzlich versichert sind, zusätzlich zu dem, was sie bekommen, müssen wir das auch weiterhin finanzieren. Das sind dann also nochmal pro Kopf etwa 340 Euro. Die müsste man entweder den Leuten ausschütten, damit sie sich privat finanzieren, oder wir müssen es auch aus dem Staatssäckel finanzieren. Das Zweite ist, ich meine, da reden wir schon über 300 Milliarden Euro, ne? Also von diesen 1.000 Milliarden. Das Zweite ist, wir können auch nicht einfach die Renten nehmen und sagen, weg damit. Renten sind eigentumsrechtliche Ansprüche, die man erworben hat. Die Tatsache, dass ich das Geld nicht auf der Bank habe, sondern im Umlageverfahren sozusagen von anderen nachher bekommen, ändert nichts an dieser Tatsache. Das heißt, ich kann diese Rentenversicherung nicht einfach nehmen. Und das sind auch nochmal 330 Milliarden Euro. Wo ich natürlich zugreifen kann, ist, ich schaffe die Arbeitslosenversicherung ab. Das ist also, dann habe ich keine statusmäßige Absicherung mehr, sondern nur noch eine Grundsicherungsabsicherung. Also im Grunde falle ich sofort auf ALG II, wenn man so will, wenn ich verliere. Das kann ich alles nehmen. Darüber hinaus im Sozialbudget, das wird auch oft übersehen, sind viele privatwirtschaftlich organisierte Sozialtöpfe.
Töpfe drin, ne? Also private Altersvorsorge und so. Auch an die komme ich ja nicht ran. Wenn ich mir also das genau anschaue, bleibt inklusive der schon eingerechneten Verwaltungskosteneinsparung gerade so ein Gegenfinanzierungsvolumen von 230 Milliarden Euro übrig. Das ist, also das ist nicht einmal ein Viertel von dem, was wir bräuchten. Und dann kann man sich ausrechnen, dass zwangsläufig die Finanzierung über höhere Steuern notwendig sein muss. Die Idee Maschinen klingt toll, ne? Also Maschinensteuer klingt ja immer super, aber Maschinen im Ausland produzieren zu lassen, ist noch viel einfacher als Menschen sozusagen ins Ausland zu verfrachten, um der Steuerlast zu entgehen. Also auch das ist sicherlich kein Ausweg. Und kann man irgendwas dazu sagen, in welcher Größenordnung müsste dann die Steuer liegen, damit es aufgeht? Ja, also wir haben ja beim Beirat solche Untersuchungen gemacht. Wenn ich existenzsichernde Maßnahmen nehme, dann ist die entscheidende Frage, wie reagieren die Leute? Das haben wir ja gehört, die sind intrinsisch motiviert. Was wir gemacht haben, ist, wir haben uns einfach mal auf den Standpunkt gestellt, was wäre, wenn die Leute tatsächlich genauso weiterarbeiten wie bisher? Und auf der anderen Seite haben wir die SEP-Zahlen genommen und das wurde am IFO-Institut München berechnet, versucht aus diesen SEP-Zahlen auch die Arbeitsangebotsfunktion abzuleiten. Also wie reagieren die Leute? Bei hohen Steuern muss man das natürlich mit viel Vorsicht genießen, weil da wissen wir nicht genau, was passiert, weil das ist ja ein Systemwechsel. Dann haben wir aber die ganze Bandbreite abgedeckt. Und was wir sehen, ist letztendlich, wir können es nicht finanzieren. Also wir haben auf der einen Seite das bisherige Steuersystem genommen und haben erst einmal die ganzen Steuerfreibeträge abgeschafft. Also die 10.000 Euro, die sie erstmal nicht versteuern müssen. Sie zahlen Steuern ab dem ersten Euro und haben dann geschaut, okay, was passiert, wenn wir das Steuersystem einfach parallel nach oben schieben? Also den Eingangssteuersatz von 14% auf 68,9% zu setzen und den Spitzensteuersatz auf 99,9%. Selbst wenn die Leute genauso weiterarbeiten wie bisher, bleibt ein Defizit. Das Einzige, was funktioniert, ist, dass wir eine Proportionalsteuer machen. Das heißt also auch unten schon wesentlich mehr besteuern, dann kriegen wir mehr Geld rein. Dann könnten wir das finanzieren. Aber, das würde mich jetzt sehr interessieren, Herr Wege, was Sie dazu sagen, man müsste für jeden Euro, den man verdient, 88 Cent in Steuern abführen. Das heißt, ich nehme genau 12 Cent mit nach Hause. Also, dann alle in der Gesellschaft glücklich werden, würden wir das sicher nicht tun. Aber dann kommt das Problem der Freizügigkeit in der EU dazu. Also die rechtlichen Dinge haben wir noch gar nicht diskutiert. Ja. Weil wenn wir dann so ein Paradies hier in Deutschland haben, wer wird dann alles bei uns zuwandern wollen? Und das ist ja in der EU möglich. Also Ihre Rechnung wird dann wahrscheinlich zusammenbrechen, wenn wir auf einmal ganz viel Migration dann nach Deutschland sehen, oder? Ja. Also der entscheidende Punkt ist, natürlich steuerfinanzierte Sozialleistungen kann man theoretisch bei der Freizügigkeit außen vor lassen. Aber, es gibt ein großes Aber, nämlich in der EU gilt die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Das heißt, wenn ich nach Deutschland komme und den Arbeitnehmerstatus habe, dann habe ich Anspruch auch auf steuerfinanzierte Sozialleistungen. Also heutzutage ist es so, wer hier arbeitet und zu wenig verdient, hat Anspruch auf ergänzendes ALG II als Arbeitsloser frühestens nach 5 Jahren. Unbeschränkt. Ne? So, das heißt, wo ist der Arbeitnehmerstatus? Wenn ich jetzt die jetzige Rechtslage nehme, gilt das, dass ich, wenn ich 10 bis 12 Stunden in der Woche arbeite, habe ich den Arbeitnehmerstatus. Das heißt de facto, wenn jemand hier einwandert mit 40 Stunden in der Woche im Monat arbeitet, hat er den Arbeitnehmerstatus und bekommt dann die Grundsicherungsleistung, also das bedingungslose Grundeinkommen für alle. Das heißt, wenn eine 4-köpfige Familie zuwandert, dann sind wir bei knapp 4.000 Euro, die ich für 40 Stunden bekomme. Das ist also ein impliziter Nettostundenlohn von 100 Euro. Also der Anreiz zuzuwandern ist sehr groß. Das ist aber nur die eine Seite. Ich glaube, die Freizügigkeit hat ein ganz anderes Problem. Nämlich, dass wenn ich von 100 Euro, die ich hier verdiene, 88 Cent abführen muss, dann werden sich die, die hier gut verdienen,
und netto in das System einzahlen, überlegen, ob sie nicht woanders besser arbeiten, wo sie niedrige Steuersätze haben und dementsprechend wesentlich mehr Netto mit nach Hause nehmen. Genau, da sind wir dann doch einer Meinung, dass das eben keine Blase ist, die man einfach so mal gestalten könnte, sondern dass das Auswirkungen auf das Umfeld hat, zu Abwanderung. Und deswegen sind die Kalkulationen, die man da anstellen kann, immer doch unter vielen Vorbehalten natürlich. Ne? Ja, Herr Schupp, glaube ich, wollte sich dazu auch. Ja, also ein Vorbehalt, den habe ich auch. Also das sind natürlich gediegene Mikrosimulationsergebnisse, die da durchgeführt wurden. Und also ich habe überhaupt keine Zweifel an der Seriosität der durchgeführten Simulationsstudien, aber sind Morning-After-Effekte. Und wir haben ja gerade schon gesagt, also in einer Welt eines Grundeinkommens könnte es durchaus sein, dass die Motivation zu arbeiten ansteigt, dadurch die Produktivität steigt und sozusagen durch die gestiegene Produktivität dann auch die Gesamtbilanz der Rechnung volkswirtschaftlich ganz anders ausfällt. Plus sind natürlich Systemsprünge drin. Also ein Grundeinkommen ist streng individualistisch. Also sprich, die Bedarfsgemeinschaft, auf der auch die Simulationsergebnisse basieren, die gäbe es nicht mehr. Es wären rein individualisierte Welt eines Grundeinkommens. Also sind viele Systembrüche sozusagen in dieser Simulation, müssen in einer solchen Simulationsstudie enthalten sein. Und wir brauchen sozusagen für eine Einführung von einem Grundeinkommen einen sehr breiten Diskurs in der Gesellschaft. Nicht nur eine ökonomisch auf die reine Finanzierung verengte, sondern auch eine wertebezogene, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Wollen wir weiter in so einem konservativen Wohlfahrtsstaat, wie in Esping-Andersen typisiert, uns weiterentwickeln oder in eine Richtung von einem garantistischeren, individualisierteren System uns weiterentwickeln. Also ich glaube, diese grundlegenden Fragen, die müssen von Ökonomen wie Sozialwissenschaftlern, Psychologen und Politikwissenschaftlern gleichermaßen beantwortet werden und diskutiert werden, bevor und auch sozusagen die Frage, die Sie gerade hatten, wie offen wollen wir sozusagen auch dieses Bürgerrecht dann für Migration ausgestalten? Also es braucht einen breiten Diskurs. Aber ich will ein Beispiel nennen, was Finanzierung betrifft und eine Steuer, die sozusagen vermutlich jetzt neu eingeführt wird, nämlich die CO2-Bepreisung und deren sozialen Ausgleich. Das ist sozusagen in der BGE-Sprache gesprochen, ein partielles Grundeinkommen, was da gegenwärtig im Koalitionsvertrag steht, Klimageld. Das ist eine Pro-Kopf-Kompensation. Und dieser Gleichheitsgrundsatz, den versteht jeder, also auch jemand mit nur Hauptschulabschluss, kapiert sofort, was sozusagen der Sozialausgleich der Politik bedeuten würde über gestiegene oder neu eingeführte Energiebepreisung im Transformationsprozess zu einer dekarbonisierten Wirtschaft, plus dieser Gleichheitsgrundsatz, der auch ein wertebezogenes Substanz hat, ist vielleicht in der Transformation die überlegene Alternative, weil nämlich die Anreizwirkung, was sozusagen auch die Kompensation und die Steuerung, ökologische Steuerung betrifft, einem anderen Gerechtigkeitsprinzip dient, nämlich diejenigen mit einem sehr hohen CO2-Ausstoß, die Haushaltsgruppen, das sind überwiegend besser verdienende oder höhere Einkommensgruppen, die werden unterproportional kompensiert und die unteren Einkommensschichten würden überproportional, was ihr Haushaltsbudget und den CO2-Bepreisungsanstieg betrifft, kompensiert. Also von daher hätten wir auch eine gerechtere oder eine weniger Ungleichheit produzierende Entwicklung. Und ich denke, diese Prinzipien, die sich jetzt muss ich mal einen kleinen Werbeblock einschieben, sozusagen, die ich mit meinem Kollegen Rolf Heinze in einem Buch jetzt niedergeschrieben habe, die Utopie, wie sie sozusagen schleichend in unsere sozialstaatliche Transformation eindringt. Diese Schritte, die Dings sind, glaube ich, spannender im Moment, als sich die Köpfe heiß zu reden, ob es jetzt möglich oder unmöglich ist, ein bedingungsloses Grundeinkommen existenzsichernd in der nächsten Legislatur einführen zu können. Herr Schupp, also
da muss ich jetzt noch ein paar Sachen. Also das Erste, Sie sind jetzt, also das erste Mal, wo ich das so bewusst wahrnehme, dass man sagt, nein, die werden sogar noch mehr arbeiten. Also wir haben ja in dieser Simulation zumindest auch den Status vorher genommen und haben gesagt, also wenn Sie gleich viel arbeiten, inklusive Produktivität. Aber das nur am Rande. Das Zweite ist, wenn wir über Gerechtigkeit reden, über etwas ganz anderes können wir reden, wenn wir von diesem Ideal der Existenzsicherung weggehen. Was wir nämlich auch gemacht haben, ist, wir haben auch uns eine Simulation angeschaut, was passiert, wenn wir einfach nur den Alltagsbedarf abdecken, also die 446 beziehungsweise jetzt 449 Euro. Und da sieht die Sache anders aus. Und da kommen wir genau auf so etwas, was Sie bei der CO2-Steuer genannt haben. Ich meine, die CO2-Steuer ist für mich kein gutes Beispiel, denn wir wollen ja CO2-Neutralität erreichen. Das heißt, das Steueraufkommen wird über kurz oder lang auf Null gehen. Aber hier hätten wir eine Möglichkeit, nämlich indem wir statt einem Steuerfreibetrag, der natürlich jemand, der einen Grenzsteuersatz von 42% hat, eben 42% zurückgeht, zu einer pauschalen Grundsicherung übergehen. Das hatten wir simuliert. Das ist finanzierbar. Das hat Umverteilungswirkung. Das muss man sich gesellschaftlich anschauen. Aber wenn es keine Beschäftigungseffekte hat, würde das einfach bedeuten, ohne Steuerfreibetrag, also ab dem ersten Euro, verschieben wir das Steuersystem um 5,5 Prozentpunkte nach oben. Das heißt, der Eingangssteuersatz wäre bei knapp 20%, der Spitzensteuersatz bei 48%. Das sind Größenordnungen. Wir hatten mal einen Spitzensteuersatz von 56% und der Eingangssteuersatz war auch schon deutlich höher als 14%. Da sind wir in einem Bereich, den wir gut kennen. Und warum nicht? Das ist etwas, worüber man doch sehr gut reden kann. Wenn es diese Beschäftigungseffekte gibt, so wie wir es in der Mikrosimulation haben, dann geht das um 12% höher, dann wird es schon ein bisschen teurer mit größeren Umverteilungswirkungen. Das müssen wir uns anschauen. Wie gesagt, die Freizügigkeit ist weg. Der zweite Punkt, was bezogen ist auf die Gerechtigkeit, was mir auch Magendrücken macht, ist, wir können uns nicht überlegen, wen wir jetzt reinlassen oder nicht, sondern wir haben EU-Verträge, die sind bindend und da gilt die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Und ich habe ganz große Bedenken, dass wir hier in Deutschland eine Art Zweiklassengesellschaft schaffen, nämlich sozusagen die, die jetzt schon hier wohnen und die Grundsicherung bekommen und diejenigen, die einen enormen Anreiz haben, hierher zu kommen. Also mein Beispiel, mit einer geringfügigen Beschäftigung kann ich hier eine vierköpfige Familie gut versorgen. Ich bin bereit für jeden beliebigen Lohn, wir haben ja Mindestlohn, also für Mindestlohn 40 Stunden zu arbeiten und mache die Arbeiten, die kein Deutscher mehr macht. Und dann haben wir wirklich etwas, was meiner Meinung nach gesellschaftlich überhaupt nicht tragfähig sein kann, auch unter Gerechtigkeits- oder vor allem unter Gerechtigkeitsbedingungen, dass wir hier eine Zweiklassengesellschaft schaffen und die dann auch noch sozusagen nach Nationen trennt. Also das ist etwas, was für mich schon Richtung Horrorszenario geht. Und die Finanztransaktionssteuer, das war eine chatende Frage, die wird das Problem auch nicht lösen, Herr Schütt, oder? Also wenn wir den Aktienmarkt jetzt sozusagen kannibalisieren und... Aber da wurde ja Bezug genommen auf das Buch von Brecht, der meint keine Finanztransaktionssteuer, sondern eine Geldtransaktionssteuer, also sozusagen, und da gibt es zumindest eine Schätzung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, die von einer riesigen Summe ausgehen würde, aber es ist natürlich, also wenn wirklich ein Mini-Besteuerungsbetrag auf jede Geldtransaktion, also wenn ich 200 Euro abhebe, würde eine Mini-Steuer sozusagen sowohl bei mir als auch beim Bankhaus stattfinden. Die müsste, also haben wir das Problem, dass man das im nationalen Alleingang vielleicht nicht machen kann, aber ich möchte darauf hinweisen, dass eine solche Initiative jetzt in der Schweiz angemeldet ist als neuerliche Volksabstimmung zum Grundeinkommen, nämlich zu einem finanzierbaren Grundeinkommen mit einer solchen Mikrosteuer. Am Ende muss es natürlich aus der gesamten Wertschöpfung der Gesellschaft finanziert werden. Und die wird natürlich, egal wie ich die Steuer nenne, nicht automatisch größer. Ich würde gerne noch mal wir haben viele spannende Fragen hier im Chat. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde weiter diskutieren. Aber gerade zu dieser Frage der Freizügigkeit gibt es ja einen interessanten Vorschlag hier im Chat. Wenn das Problem der Zuwanderung aus den anderen EU-Staaten ist, also Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien, warum macht man nicht das bedingungslose Grundeinkommen, echtes bedingungsloses Grundeinkommen auf EU-Ebene? Da gibt es auch einen Vorschlag, wenn ich das ergänzen darf, von Philipp van Parys, der einer der Philosophen, also mindestens europäischen, nach wie vor lebenden
Vordenkern des Grundeinkommens und Autor eines sehr weitreichenden Buches zum Grundeinkommen vorbringt, die sogenannte Euro-Dividende, dass jedem EU-Bürger sozusagen ein garantiertes Grundeinkommen von, er spricht so, er hat so einen Betrag bis zu 200 Euro vor Augen ausgezahlt wird, um auch sozusagen die europäische Identität ein Stück weit so ein Bindemittel oder Stärkungsmittel mit auf den Weg zu geben. Und ich möchte noch mal ergänzen, also die Debatte, dass es ein mindestsicherndes oder das sozioökonomische Existenzniveau absicherndes Grundeinkommen sein muss, das ist eine sehr deutsche Debatte. Also international wird sozusagen, ist dieses existenzsichernd nicht in der Definition der Organisation des Grundeinkommens, der weltweiten Organisation. In Deutschland schon, und da wird es sozusagen auch so propagiert. Das Prinzip von einem Grundeinkommen ist sozusagen breiter und in meinen Augen gibt es durchaus auch Möglichkeiten, jenseits dieser abschreckenden, desillusionierenden, utopietötenden Gutachten sich in eine solche Welt vielleicht schrittweise und vielleicht auch wieder einen Schritt zurück weiter bewegen zu können. Ja, also jetzt komplett existenzsichernd wäre es klar, wenn es in Deutschland nicht finanzierbar ist, ist es natürlich auch nicht finanzierbar, wenn ich Länder reinnehme, die ein kleineres Sozialprodukt haben. Ne? Also das klar, wenn, dann geht es nur so, wie Sie sagen. Ronny, du hast noch Kommentar. Ja, also sobald wir über ein Grundeinkommen denken oder diskutieren, das weniger über den Bedarf als über verfügbares Einkommen redet und die Frage, wie es anders verteilt werden kann, haben wir eine völlig andere Diskussion als die, die wir derzeit in Deutschland führen. Und ich hatte das ja gesagt, also wenn Sie in die angelsächsische Literatur schauen, und Sie haben ja auch hier es genannt, die Diskussion läuft ganz anders. Ja. Also da wird diskutiert, lassen Sie uns mal mit 100 Euro anfangen und gucken, was passiert. Das sind einfach ganz andere Dimensionen. Da wird nicht gesagt, dann werden alle Sozialleistungen beseitigt und alles wird ganz, ganz einfach, sondern einfach gesagt, ja. Und da kommen genau diese Aspekte, die Herr Wege ja genannt hat, nämlich diese Sicherheitsaspekte. Man nimmt den Leuten ein bisschen von der Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, weil sie ja danach noch etwas bekommen. Das sind doch alles Dinge, wo man dann auch über ganz andere Argumente letztlich spricht. Nämlich das, was wir in der Grundsicherung ja jetzt auch haben, sozusagen jetzt bedingungslos zu machen, bedeutet ja nur, das, was du dir vielleicht für dein Alter angespart hast als Selbstständiger, wird dir jetzt nicht gleich weggenommen, wenn du mal arbeitslos wirst. Das sind doch alles Dinge, die wir jetzt ja auch diskutieren, nur nicht unter dem Begriff bedingungslos und vor allem nicht unter dem Begriff Existenzsicherung. Ja, noch ein Plädoyer aus der Sicht der Arbeitspsychologie zum Schluss. Die Zeit rast, Herr Thum. Also ich denke, vielen Dank für die Einladung. Fand ich sehr spannend, die ganze Diskussion. Komplexes Thema. Aber wenn wir anfangen wollten, was zu ändern, dann würde ich nach wie vor sagen, lasst uns die Arbeit besser gestalten und besser machen. Dann haben die Leute Spaß, zur Arbeit zu gehen. Additiv auch noch eine fairere Bezahlung. Da bin ich gar nicht dagegen. Das muss man diskutieren und auch aushandeln. Und dann ist vielleicht die Frage nach dem bedingungslosen Grundeinkommen eh vom Tisch, weil alle einen tollen Job haben, die arbeiten wollen. Und die anderen, die haben auch noch eine Lösung. Also von daher mit den Ansätzen, die Herr Schupp und Herr Schöp schon so etwas vorsichtiger bezeichnet haben, nicht existenzsicher, dann sind wir auf einem guten Weg. Ja, das fand ich jetzt eine wunderbare Schlussrunde. Ich wollte eigentlich am Schluss fragen, gibt es irgendwas, was Sie den Politikern mitgeben wollen, wenn Sie über sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen diskutieren? Ich glaube, Sie drei haben jetzt genau diese Schlussrunde schon vorweggenommen. Ja, Herr Wecke, Sie haben es gesagt, die Zeit rast. Ich glaube, wir könnten locker noch mal eine Stunde weiter diskutieren. Es gibt auch noch zahlreiche Fragen im Chat, aber die Veranstaltung heißt eben 60 Minuten, weil es 60 Minuten dauert. Und deshalb sind wir jetzt am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich fand es super spannend. Ich habe wieder viel gelernt. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und ich hoffe, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die uns zuhören, fanden es genauso spannend. Vielen Dank und schönen Abend. Ja, vielen Dank. Danke.